So. Wo sind wir jetzt? Da können wir doch bestimmt auch wieder was mit unserem Sequencer machen. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen. Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Oh. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden. Und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Hm. Sag denn, dass ich das nicht schaffe. Wollen wir mal sehen. Sehr simpel. Hm. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Sonst würde ich mich fragen. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Hm. Werden wir bei Gelegenheit auch machen. Aber... Wie haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt? Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Wie er mich kennt. So. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ah, guck mal. Gesperrt. War ich so hier raus, oder was? Gut, gut. Ah, da ist sie. Die freie Welt. Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza. Ich denke auch. So, ab geht er. Oh, ein Verbrechen. Schaltet den Freak aus. Nein, mit euch nicht. Hier ist ein Verbrechen im Gange. Um euch kümmere ich mich später. Ah, sehr geil. Hat auch ein bisschen was von Spider-Man. Irgendwie so ein bisschen. Ah, da vorne schon. Wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Uiuiui. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jezebel. Ja, das kriegen wir hin. Ein bisschen fighten. Komm schon! Ich hab noch mehr. Die Leuten immer gleich was brechen muss hier. Naja. Mit dem Knüppel. Bam, letzter. Das ging noch fix. Macht echt Bock. Wieder Punkte-Ranking. Was braucht man denn, um A zu kriegen? Ich glaube, mich hat doch gar keiner hitten können. Naja, auf jeden Fall echt schon schön gemacht, oder? Also, vor allem, man kann alles erreichen, was man sieht, ne? Naja, gut, okay, ganz da hinten glaube ich nicht. Aber ansonsten echt schon wirklich schick. Wir sehen jetzt auf der kleinen, dem kleinen Kompass da oben, wo wir auch hin müssen. Das ist eine lange Brücke.
Ich sollte die Greifhakenbeschleunigung einsetzen. Greifhakenbeschleunigung. Ich glaube, die habe ich eben schon mal eingesetzt gehabt. Ah, genau. Slidet er irgendwo drüber weg. Gleiten wir mal. Ja, vor allen Dingen kommt das Flair richtig gut rüber. Vertrau mir, ich werde diese Killer ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtrippelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Ich trippel nicht. Ah, ist herrlich. Hier manchmal reinhauen. Was jetzt? Das Ausrufezeichen ist hier. Okay, jetzt habe ich auch gleichzeitig irgendeine Special Herausforderung erfüllt. 75 Meter weit gleiten. So, jetzt möchte ich natürlich da irgendwie hoch, glaube ich. Oder will ich das nicht? Da hinten wahrscheinlich. Und da sind wir. Huch. Immer noch nicht ganz da. Jezebel Center, also sind wir da. Jezebel Guns. Geschlossen. Was ist das jetzt? So eine Burg versperrt mir jetzt hier den Durchgang. Aber wir kommen doch bestimmt hier irgendwie oben drüber. Da hinten. Ah, da sind noch Leuchtpfeile, die uns das markieren. Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Mhm. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bring sie zum Reden. Jungs! Wir sind's auch schon. Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz wohl. Okay, dann werden wir den nochmal direkt ausschalten mit einem Gleittritt. Überraschung. Und ja, wieder ein schöner Fight. Nein, wir haben einen eingesteckt. Hier auch immer rechtzeitig die Kontertaste zu drücken, ist nicht so einfach, wie es aussieht. Und wieder. Und down ist er. Stopp.
Wo ist er? Oh, ich schwör's. Verdammt. Bisschen zu doll gewirkt. Was ist los? Zeit zu reden. Das will ich auch können. Mit einer Hand. Lass mich los! Hält er den. Wenn du willst. SIM-Karte kann ich vielleicht den Pinguin lokalisieren. Alfred, mein Funk ist irgendwie gestört. Kommt das von deiner Seite? Nein, Sir, nicht sie, hier ist auch. Es kommt vom nächsten GCR-Turm. Dasselbe Signal, das auch die Autonavigation des Bedrings stört. Ich habe den Turm auf ihrer Karte markiert. Um den Pinguin aufzuspüren, muss ich dieses Signal abschalten. Das ist ja nervig. Ich habe hier mehrere Meldungen. Schicken Sie nach Reihenfolge der Dringlichkeit raus. Wieder ein Verbrechen. Aber erstmal ein Stufenanstieg. Und wir suchen uns wieder was Nettes aus. Schusswaffen. Kugelsichere Panzer. Hochwertiger Spezialstoff unter der Rüstung sorgt für einen 25% erhöhten Schutz gegen Geschosse handelsüblicher Handfeuerwaffen. Das nehmen wir mit. Ich habe zwar bis jetzt noch keinen mit einer Handfeuerwaffe gesehen, aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und wir gleiten wieder davon. Nebenbei nochmal ein paar Ganoven aufmischen. Noch 35 Meter, die sind die unter. Ja, unter mir. Ich glaube, da hinten müssten sie sein. Ja, da sind sie. Mist. Ach, hier haben wir wieder so einen schwierigen unten. Mit Messern ausgerüsteten. Na? Der Typ versaut mir hier die ganze Action. Okay, dreimal geschlagen, jetzt ist er. Hä? Steuerung und Rechtsklick. Achso, abwechselnd drücken. Der nervt. Naja, wechseln sie trotzdem. So, jetzt muss ich. Oh, jetzt muss ich hier wieder zurücklaufen, damit ich noch nach oben komme. Ganz cool mit diesen kleinen Verbrechen so zwischendurch. Aber ich denke, da wird es noch wesentlich mehr Dinge geben, die man hier noch so nebenbei machen kann. Ich will hier hoch. Und da, ach, der Turm da. Wir haben den Typen nie gesehen oder seine Stimme gehört. Nicht als Kurznachrichten von einer Geheim. Noch ein paar. Ein paar mehr. Gut. Auf geht's, Leute. Das lief doch mal gut. Sieh mal an, wer da ist. Du willst das also ernsthaft mit mir aufnehmen? Dann leg mal los. Ich freue mich schon darauf, dir beim Scheitern zuzusehen. Gut. Ich soll schon. Was haben wir hier?
Okay, hier kommen wir nicht rein. Aber... ja, das hat doch hier irgendwie was mit dem Strom, warte mal. Abgeschlossen. Aber da hinten ist was, was blinkt. Was haben wir denn an Spielzeugen dabei? Ferngesteuerter Batarang. Nehmen wir mal. Typisch. Warum den Kopf bemühen, ein Problem zu lösen, wenn man doch einfach irgendwas drauf hat? Ah, sehr geil. War zwar ein bisschen einfach noch, aber diese kleinen Mini-Rätsel finde ich ganz cool. Und das nächste Ding. Wenn du nett gefragt hättest, hätte ich dir aufgemacht. Klar. Und auch wieder hacken. Ach, das hatten wir. Jetzt habe ich gerade mit der Tastatur weitergemacht, anstatt mit der Maus zu drehen. Glückwünsche sind angebracht. Ja, die... vielleicht bist du doch nicht so dumm wie ich. Hier ist gerade die Kamera ein bisschen doof. Warum tust du doof. Das, Enigma? Ah, direkt gefällt mir. Also, ich sag's dir. Gotham ist verdorben. Voller Vandalen, die die Stadt mit Gewalt kontrollieren. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Dann lass mich ausreden. Ich will sie loswerden, Batman, um Gothams intellektuelles und moralisches Niveau zu heben. Aber ich bin kein Schläger, wie du. Meine Methoden sind etwas raffinierter. Was du tust, ist nichts anderes als Diebstahl. Daran ist nichts Raffiniertes. Deine Antwort ist zu vorhersehbar, wie banal. Mach's gut. Ich find's gut, wie diese Story aufbauen. Du kriegst hier direkt noch so eine Randfigur irgendwie mit. Dieser Enigma, der einem irgendwo ein bisschen das Leben schwer macht. Diese Funktürme, das sind, soweit ich das auch schon bei anderen Videos gesehen habe, auf jeden Fall bloß so sekundäre Ziele, die man machen kann, aber nicht muss, um der Hauptstory zu folgen. Ich werde die erstmal nicht machen, vielleicht zwischendurch, wenn wir mal vorbeikommen. Weil sonst dürfte das übertrieben lang gehen. Jetzt kann ich auf die SIM-Karte von Pinguins Handlanger zugreifen und Pinguins Funknetz hacken. Ja, dann mach das mal. Der Pinguin ist ziemlich angepisst über den geplatzten Deal. Ja, wenn ich was damit zu tun hätte, wäre ich schon aus der Stadt verschwunden. Alfred, ich erhalte ein Signal von Pinguins Männern. Es stimmt aber mit keiner bekannten drahtlosen Frequenz überein. Ah ja, ich sehe es. Der Pinguin hat anscheinend sein eigenes Drahtlosnetzwerk errichtet. Mit Hilfe von Laptops, die als provisorische Funkstationen dienen. Er schickt seinen Männern die Frequenzen über Walkie-Talkies. Zwei dieser Funkstationen sind ganz in ihrer Nähe. Gut. Markiere sie auf meiner Karte. Wenn ich diese Walkie-Talkies hacken kann, kann ich seine Position triangulieren. Triangulieren? Geht's aber los. Machen wir uns mal auf zu den Walkie-Talkies. Wo sind sie denn auf der Karte? Hier in der Nähe? Da oben. Okay. Ist auch cool mit dieser Nachrichtenüberwachung, da kommt auf jeden Fall keine Langeweile auf, man hört immer so ein bisschen ein paar Gespräche und so. Ach, hier unten. Verteidigen? Willst du einfach dastehen und dich verteidigen, während der andere auf dich einschlägt? Du hältst keine zwei Runden durch. Der wäre
Jetzt weg. Oh. Pack deine Keule weg, ich hab auch keine dabei. Sag mal. Reagiert meine rechte Maustaste nicht? Doch jetzt. Bams. Okay, das erste Walkie-Talkie. Der Batman? Und das soll ich glauben? Ich muss die nächste Funkstation finden. Dann kann ich Pinguins Position triangulieren. Als unsere Ladung hochzunehmen, zum Beispiel seinen eigenen Arsch zu retten. Wenn du dir das nächste Mal was ausdenkst, solltest du also hoffen, dass du es jemandem erzählst, der noch dümmer ist als du. Ach halt, so jemanden gibt's ja gar nicht. Mr. Cobblepot, ich schwöre, dass es die Fledermaus war. Er hat Ricky vom Dach des Hurenturms genau in einen Weihnachtsbaum geworfen. Ist mir scheißegal, was du glaubst gesehen zu haben. Und wenn du nicht in 10 Minuten mit meinem Geld hier bist, profitiert die Augäpfelchen raus. Und dann musst du dir nie wieder Gedanken übersehen machen. Ist das klar? Ja, Mr. Cobblepot. Tut mir leid, Mr. Cobblepot. Hm? Haben wir hier Schönes? Hm. Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Mhm. Was ist denn noch so ein Ding? Okay. Da kommen wir wohl erst noch mal nicht ran. Da unten. Nette Waffe. Ach was, Rauchgranate. Oh, warte, jetzt werfen die mit Granaten. Bitte? Ja, du kriegst mich noch nicht. Da bin ich. Fräulein. Wo haben wir noch einen Gegner da hinten? Ich hab ihn. Okay. Und das nächste Walkie-Talkie. Versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Mhm. Also sollen wir dorthin. Auf ein Schiff. Ich könnte wetten, ich könnte meine kleinen Tools auch während des Kampfes mal einsetzen. Aber das mache ich, wenn ich mit der Steuerung etwas sicherer bin. Vor allen Dingen, wenn ich mal ordentlich kontern kann. Okay. Leise und still. Offer, und da scheint auch das Schiff zu stehen. Der Pinguin hat Scharfschützen. Wenn ich unbemerkt weiter will, muss ich die Scharfschützen leise ausschalten. Leise.
klingt schon wieder eine Herausforderung. Für mich. Wenn ich von genug weit oben fliege, könnte ich den ja vielleicht überrushen. Geräuschlos ausschalten. Okay, der ist weg. Die haben mich noch nicht mitbekommen. Und hier war doch noch irgendwo. Da hinten der. Wie mache ich das jetzt am schlauesten? Der weg. Oder? Okay, die haben mich jetzt doch gesehen. Ich mach mal die andere Sicht an, dann sehe ich die besser. Der hat eine Waffe, der auch. Alle Waffen. Nein! Was? Auch Granate, komm! Na, ich werde hier andauernd getroffen, das ist doch unzweckmäßig! Halt noch mal ein bisschen was aus. Der macht bei mir die Waffe auf, anstatt den auszuschalten. Und die haben auch eine Reaktionszeit, die ist begnadet. Alter, das geht einem ja richtig auf den Senkel. Stufenanstieg. Das gleich mal ein bisschen überblenden, dass ich da so viel einkassiert habe gerade. Haben wir die mit ihren halbautomatischen Pistolen? Ist, Pistolengewehren ist natürlich auch nicht, guck, legendärer Gesetzeshüter. Ich finde, ich habe eigentlich gerade übel versagt. Aber ich habe trotzdem die Wertung A bekommen. Na, das war gut.